Leute, es ist soweit. Eine neue Folge mit SG Hakan! Zusammen. Zusammen mit Sterzi, Kalle und Henno. Und wisst ihr, warum ich mich auf diesen Namen eingelassen habe? Weil ich 2 Wochen später erst geschnallt habe, dass das ja unsere Kürzel sind. SG Hakan! SG Hakan! Genau. Genau das hat sich Henno nämlich gedacht, dass ich das geoutet habe. Aber hey, immerhin bin ich ehrlich. Ja, ich habe mir etwas ganz Wildes ausgesucht. Wir machen nämlich einen Schwierigkeitsgrad, der benutzerdefiniert ist. Wir sind super schnell, wir können unendlich lang laufen. Der Geist ist auch unfassbar schnell, kann auch unendlich lang laufen. Das heißt, es wird sehr schnell. Wir haben 3 verfluchte Gegenstände. Die Party wird richtig abgehen und jetzt lasse ich die Jungs einfach mal rein, ohne sie vorzuwarnen. Ach, super. Klasse, das hört sich alles super absolut an. Was. Ja, ich habe. Ich hab jetzt schon Lust. Gut, rein mit euch. Die Challenge ist übrigens, wenn der Geist huntet, dass wir 1 Minute überleben. Enjoy the party. So, meine kleinen unschuldigen Schafis. Ist immer schön, unschuldige Schafe einfach mal direkt in die absolute Hölle reinzustopfen. Oh mein ist Gott. Ein kleines Schaf, oder was? Also Leute, der Geist ist auf Speed, ihr auch. Ihr könnt unendlich rennen, schnell wie ihr merkt. Heftig. Wie hast du das rausgefunden? Und ja, wir versuchen einfach den Geist zu ermitteln. Let's go. Wo ist meine Kopfkamera, die ich gekauft habe? Die ist weg, weil du gestorben bist. Nee, eben gerade. Dann hast du sie nicht hinzugefügt. Oder jemand hat sie eingesammelt. Doch, hinzufügen. Ja, eben. Warte mal, ich kann dir sagen, wer sie anhat. Keiner. Ja. Nee. Okay, wir Kinder. Sehr schnell. Die Mission überleben und den Geist ermitteln. So, und zwar im okay. Speedrun. Ich gehe auf. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Geist, gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Oh Gott. Das könnt ihr jetzt übrigens neu machen bei Phasmo. Benutzerdefinierte Modi. Ich habe auch schon einen Outlast-Modus gemacht. Wo wir nur wegrennen mussten. Das war sehr, sehr witzig. Deswegen hat das Game schon mal richtig neu gemacht hier. Gib uns ein Zeichen. Wir bedenken. Ich hab ihn. Wo seid ihr? Wir sind im 2. Stock. Der Geist ist hier, glaube ich. Oh mein Gott, wie alle runtergerast kommt. Ich habe alles auf Cam. Okay. Habt ihr den Stromkasten schon gefunden? Hier ist 9 Grad. Hier ist 9 Grad in der Küche. 6,7. Hier ist er. Muss den Stromkasten. Ich glaube, wir müssen den Stromkasten erst anmachen. Der Geist ist in der Küche. Okay. Ist er? Hier. Oh ja. Gib uns ein Zeichen. Geist, Hakan. Oh, das Licht ist schon an. Nice. Oh, das Licht ist an. Gib uns ein Zeichen. Schreib ins Buch oder ich brech dir Schienbein. Wir können auch im Keller nochmal gucken. Es gibt übrigens auch verfluchte Gegenstände hier, wenn ihr die findet, enjoy. Hier hat's einen Spiegel. Henno, magst du den mal haben? Hier die Spiegel. Ja, gerne. Ganz wichtig, ja. Nur kurz reingucken. Boah, das ist geil. Hier, ich hab das Ouya-Board. Kommt mit. Hier. Nur kurz reingucken, sonst, genau. Kommt mal alle her. Da war alles schwarz. Kommt mal alle her, warte. Das kenne ich. Verstecken spielen. Hide and Seek. Du stehst drauf. Geist. Verstecken spielen. Suchen und verstecken. 4 Grad, 20 Grad, 4 Grad. Mann, wieso geht es nicht? Du stehst drauf. Warte, lass mich du mal. Du stehst drauf, dann kannst du dich nicht bewegen. Verstecken spielen. Verstecken Geist. Spielen. Hide and Seek. Oh, erzählt runter, versteckt euch. 4. Erzählt runter, lauft. Ich hab Angst. Jo, ich bin im Gäste-WC. Bitte, nicht mich. Ich glaube, Sterzig ist tot. Ja. Sterzig hat erwischt, Leute. Wir sind im Erdgeschoss. Ich bin im Keller, ich hab Angst. Kannst wieder hochkommen, Luft ist rein. Hey,
Leute, das Ouija-Board hat's komplett zerrissen. Okay. Junge, wo ist denn Schätze gestorben? Hier hinten irgendwo. Haben wir Gefriertemperatur? Ich hab ihn übel schreien. Ja. Nee, hier sind Schuhe. Hey, der Geist hat den weggecheckt. Hatten wir Gefriertemperaturen? Ja, ich hab ihn. Wo ist er denn? Ja, ich nehme seine Sachen mit. Wo ist er? Geht nicht. Hier. Oh, das hat's ja voll weit versucht. Er hat sich aufs Kissen gelegt. Oh. Wir hatten keine Gefriertemperatur, oder? Nee, hatten wir nicht. Gib uns ein Zeichen. Wie er da abgemurzt wurde. Okay, was haben wir noch für Sachen? Haben wir dort? Also hier ist er auf jeden Fall. Hier ist immer am kältesten. 3 Grad. 1,8. Ja. Ich habe gerade Tür gehört. 2. Genau. Also wir brauchen eigentlich die Kamera, die Dots, das Buch. Ja, ist hier. Aber ist der wirklich hier? Ja, safe. Also hier ist immer am kältesten. Ja, warte mal. Leg mal hier hinten die Kamera hin. Ja, in den Raum rein. F gedrückt halten, dann genau. Ja. Und dann vielleicht die Dots hier auch hin. So, ich geh mal in den Van. Geh auch nochmal kurz raus. Wir können ja Speedrun. Njung. Der Modus ist halt echt gut für die großen Maps, gell? Da kannst du halt dann echt gut... Ah, die Geisterbox, die nehme ich jetzt auch nochmal. So, ich gehe mal kurz rein. Aber als allererstes... Hast du die Kamera angemacht? Ja. Die muss auch... Genau. Wie macht man die? Mach die Kamera an! Ja, die muss Rack sein und dann stellst du sie ab. Bist du hier? Ah, nee, die ist an. Wie alt bist du? Du musst die Taschenlampe anmachen. Also du musst Licht von der anmachen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Wunderschön. Ja, super. Aber okay. Jetzt wackelt sie ziemlich. Nee, warte mal, die vibriert irgendwie. Stell nochmal auf. Gib uns ein Zeichen. Ah, keine Ahnung, was du da machst, aber reicht. Oh, eben F5. Wir haben eben F5. So ist perfekt. EMF5. Ja, okay. So, wir haben EMF5. Ich glaube, Kalle kommt nicht raus. Ich glaube, Kalle ist gerade gestorben. Ah, nee, er hat doch Trotz gemacht. Sehr gut, Kalle. Ich habe mir das Ding hingelegt. Sehr gut. Also, ich glaube, Orbs sind schon mal nicht, aber Dots vielleicht. Es gibt auch schüchterne Geister, ne? Es kann auch sein, dass der nur mit einem alleine spricht. Ist jemand von euch mutig? Ja, klar. Ja. Wer denn? Hier braucht erstmal die Geister, aber müsst alleine rein. Ich will mal. Hier am Boden. Nur das Ding liegt hier. Mann, Kalle! Du musst das musst du mit Rechtsklick anmachen. Wie das aussieht. Er muss Rechtsklick und dann musst du mit dem reden. Ja, so. Das sag ich dem das so. Ist so. Wie alt er ist, ja, du einfach, ob er böse ist. Frag ihm ein paar persönliche Sachen, Alter. Wie beim ersten Date. Genau. Bist du gut im Bett? So, mein du geiler Geist. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Wie heißt der Geist? Oh, ich weiß nicht, ob er den Namen sagen soll. James Hans. Echt? Was hat er gesagt? Er hat Hi gesagt, glaube ich. What is your name? James Hans. Es ist kein Witz. Oh nein. Sag James Hans. Du weißt, dass ihn das umbringt, oder? Hey, aber man kann jetzt zum Beispiel bei Beweisen gar nicht auswählen, ne? Was? Doch, genau. Ich gucke jetzt mal. Es sind nur noch Spirit, Gespenst und Zwillinge. Und wenn du dann auf Geister gehst, kannst du immer gucken, was noch fehlt. Zum Beispiel Zwillinge wäre noch Geistertemperatur. Schulz. Also, wir haben ja jetzt Geister... Gespenst sind Dots. Also, wir haben einmal noch Gefriertemperatur, Dots und Spirit. Spirit wäre Geisterbuch. Also, Geister, es könnte noch Geisterbuch, Geisterbuch, Dots und Gefriertemperatur sein.
Ja, aber Gefriertemperatur ist safe nicht. Ich hatte die ganze Zeit drauf geachtet. Ja, dann können es nur noch Dots und nur noch Geisterbuch sein. Hat sich das? Das ist drin. Das liegt da, glaube ich. Vielleicht hatte er das in der Hand. Oder liegt das da? Ich glaube, das ist noch drin. Guck noch mal. Guck auch noch mal. Ah, der hat das reingeschrieben, oh, oder? Oh, nice. Dann Geisterbuch. Es ist ein Spirit. It's the Spirit. James Hunt, James Hunt, James Hunt. Alter, solche Schweine. Alter, hat er gerade... Okay. Okay. Störsen, es ist ein Spirit. Nice. Er muss sich Spirit durchschreichen oder nein, nein, einfach nur Kreis drum. Okay, was bringt dann durchstreichen? Dann kannst du ihn ausschließen. Nice. Kannst du ihn ausschließen dann, ne? So. Nice. Da wir 10 Minuten haben, würde ich doch mal eine Speedrun-Runde machen, oder? Ja, aber es war falscher. Was? Warum? Was? Nee, der Geist war ein Spirit schon bei mir. Doch, doch, schon. Spirit. Hier steht, finde den richtigen Geistertyp heraus. Ist nicht durchgestrichen. Ich habe dafür jetzt nichts bekommen. Ein Kreis drum. Ach so, du hast nichts bekommen, weil ich das eingestellt habe, dass wir gesichert sind. Ach so. Damit wir für deine Folge nicht am Ende nichts mehr haben. Ah. Aber, verstehe. Ich würde sagen, wir machen nochmal nichts. Ich bin übrigens wieder da. Hallo, Störsen. Mir geht's tatsächlich gut. Das Versteckspiel war scheiße. Ja, Stetzi hat mir am besten gefallen. Ich fand das lustig. Ich war im Klo und hab dich richtig weit entfernt richtig schreien zu hören. Hier, nimm die Holzscheiße. Nimm die Holzscheiße. Alter, gefangen. Ich würde jetzt gerne nochmal eine Speedrun-Runde machen. Und wir fangen direkt mit 0 Sanity an, Leute. Und damit es richtig lustig ist, mit 0 Sanity, das heißt, wir sind direkt angreifbar. Und zwar zu 100%. Ihr kommt rein und der Geist kann direkt handeln. Wir haben doch Bock auf sowas, oder? Wir brauchen nur noch eine starke Taschenlampe. Wie bitte? Okay. Ja. Ja, ich bin gerade in der Aufnahme, es geht gerade nicht. Hey, komm mal einfach Bauarbeiter rein. Wir wollen kurz Probe machen. So. Was war denn Proben, Alter? Die wollen die Tür proben. Die wollen deine Urinprobe. Alter. So. Catwalk. Dann drückt mal bereit. Kalle Henno? Ihr müsst doch jetzt bereit. Ja, ich hab noch Catwalk gemacht. Jeet. Also. Und let's go. Speedrun. Speedrun, Kinder, ihr kennt euren Job. Okay, Geist ermitteln. Okay. Und es hat verfluchte Gegenstände. Okay. Die helfen euch. Wenn ihr was gefunden habt, sagt Bescheid. SWAT, SWAT. Okay, let's go. Swatten den Geist. 7 Grad, 17, 17, 17. 16. Oh, er handelt. 21. Es ist dumm. Es ist dumm. Gib uns ein Zeichen. Es wird Geist und der sagt uns gleich mal, was er davon hält, Alter. Gib uns ein Zeichen. Boah, es ist Hardcore-Modus, ey. Weiß ich nicht. Gib uns irgendwo hier oben. Oh. Wo ist er denn? Ja, ein geiler Speedrunner auf jeden Fall. Oh, oh mein Gott, der ist hier in dem Raum. Gib uns ein Zeichen. Okay, scheiße. Schmeiß mal alles. Hey, Roger, Roger, can you hear me? Geisty, geisty. Oh ja. Hallo, geisty. Oh, ich glaube, ich bin tot. Jo, ciao.
Alter Schwede, ey, das ist ein richtiger Fiebertraum hier. Oh, wir haben auch gar keine Sanity-Pillen dabei. Scheiße. Okay, ich glaube, wir sind am Arsch. Ja, das war dann doch zu heftig, ne? Haben wir irgendwo Fingerabdrücke? Oh, fuck mal live. Oh mein Gott, das kann man ja nicht schaffen, ne? Holy shit. Also es ist nicht möglich, das hier zu schaffen, ne? Also wenn, dann müssen wir es so machen, dass alle vier draußen sind und immer nur einer reinkommt, ne? Das ist ein Ding des Unmöglichen hier. Gib uns ein Zeichen! Da hinten? Wo ist er denn? Ah, hier. Hier ist er. Oh, fuck. Nein! Verdammt, Mann! Das ist so evil. Oh, ja. Das. Ja, gute Runde. Ja, das passiert, wenn man einen Phasmophobia-Geist swatten möchte. Ja, das ist ein übler Modus. Ja, das passiert, wenn man Phasmophobia-Geist swatten möchte, Mann. Das hat den richtig Akku gemacht. Pass auf, du, komm mal mit. Weißt du, um jetzt deine Folge noch zu füllen, spielen wir oben dieses Ringwerf-Spiel jetzt. Also, ich bin eigentlich zufrieden. Wir haben jetzt 17 Minuten. Nee, wir machen jetzt noch eine Runde. Jeder wirft einmal. Na gut. Ich fange an. Von hier. Mann. Pass auf. Ja! Oh. Kalle, du. Ja, gut. Okay, jetzt pass mal auf. Oh. Naja, Leute, das war's mit der Folge. In die Fresse. Ach, nee, geil. Dann noch hier mit den Kissen. Oh, shit. Fuck, scheiße. Okay. Alter, sind die hart. Oh, fast. Boah, Alter, hat richtig Klack gemacht. Oh, verdammt. Oh, ist das klar. Oh, ich hab's geschafft. Sehr gut. Ja, Leute, unten in der Beschreibung findet ihr die weiteren Folgen. Die nächste Folge kommt jetzt bei Henno. Und, ich hab auch rein! Und schaltet einfach ein. Jetzt raus! Tschüss. Okay.